was ich euch heute mitgebracht habe. Tada, hier ist Spider-Man. Tada und Batman. Und hier haben wir Captain America. So, ich gebe die Schachtel weg. So, ich gebe Captain America hier zurück. Und Batman auch. Und schauen wir uns einmal Spider-Man an. Siehst du, hier auf der Brust hat er eine große Spinne. Und hier siehst du ihn auf ein Gebäude hinaufklettern. Hier ist Spider-Man und hier siehst du ihn ganz groß. Spider-Man, nicht dass du deine Spinnweben wirfst. Sollen wir ihn aus der Schachtel nehmen? Hier macht man sie auf. So, hier ist er. Hier sehen wir ihn viel besser. Wirf doch keine Spinnenweben, Spider-Man. So, jetzt kannst du dich einmal hier hinstellen. So, jetzt schauen wir uns einmal Batman an. Batman, komm einmal her. Batman hat eine große Fledermaus auf seiner Brust und die typische Maske mit dem Fledermausohren, siehst du? Hier siehst du ihn vorne und auf der Seite, oder? Kriegt man gleich Lust zu kämpfen. Ah, ich nehme doch mal Batman jetzt aus der Schachtel. Ich glaube, der möchte schon unbedingt heraus. Hier ist er. So, ich stelle ihn mal zusammen mit seinem Freund Spider-Man. Und jetzt bleibt uns nur mehr Captain America hier. Sieh mal, was für ein großer Stern er vorne auf der Brust hat. Und ein riesengroßes A auf seiner Maske. Und hier siehst du seine Freunde. Hier haben wir Hulk und Thor und Iron Man. Ob er sich wohl mit Spider-Man und Batman verstehen wird? Ich habe nie darüber nachgedacht, ob sie Freunde oder Feinde sind. Oh, hier hat er sein Schild. So, jetzt möchte ich ihn aber wirklich aus der Schachtel herausnehmen und mal sehen, ob er sich mit Spider-Man und mit Batman versteht. So, hier haben wir ihn, Captain America. Mal sehen, vergiss, hier ist er. Jetzt sehen wir ihn viel besser. So, zuerst müssen wir sein Schild hinaufmachen. Aber wie denn? Ah, das ist ganz einfach. Siehst du, das geht auf seinen Handschuh. Da brauchst du es nur hinaufstecken. Ganz einfach. Du kannst es auf seinen rechten Handschuh stecken oder auf seinen linken. Wie du es bevorzugst. So, hier, Captain America, hier stelle ich dir deine neuen Freunde vor. Batman und Spider-Man. Werdet ihr euch vertragen? Ja, natürlich nicht. Aber was ist los? Warum bist du denn so besorgt, Captain America? Ah, du bist eingeladen zu einer Halloween-Party.